Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Workers and Resources Hobbit Republic hier aus DGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, so sieht's aus. Wir bauen hier einen weiteren Block dafür, dass die Leute dann vielleicht eventuell bald noch wieder von hier oben aus den Studentenwohnheimen ausziehen, weil hier gibt es nämlich schon wieder mehr als genug fertige Studenten. Und eine weitere Forschung ist verfügbar. Elektronische Schaltkreise kostet 1400 Arbeitstage, Forschungszwecke in elektronischer Montagehalle und ähnliches frei. Das heißt, wir können elektronische Schaltkreise bauen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So, und was wir jetzt natürlich machen müssen oder wollen, ist hier unsere Firma in Betrieb nehmen, die uns chemische Produkte herstellt. Beziehungsweise Chemikalien oder Chemikalien. Wie auch immer ihr das aussprechen wollt. Wir brauchen ein Fahrzeug, welches Kies transportieren kann dorthin. Da würde ich diesen Kipper empfehlen. Wir brauchen ein Fahrzeug, welches Holzstämme dorthin transportieren kann. Da bin ich fast dafür. Das geht mit einem offenen LKW am besten. Dann nehmen wir den Logger zu. So, wir brauchen ein Fahrzeug, welches... Was brauchen wir noch denn für Rohstoffe? Ich noch mal ganz kurz gucken. Kies haben wir, Holz haben wir, Pflanzen transportieren kann. Da müssen wir dann einen geschlossenen LKW nehmen. Und dann nehmen wir hier einen W50 abgedeckt. Der reicht uns dafür aus. So. Gut. So, du kriegst den Auftrag. Fahre hierhin, beladen von allen. Und fahre danach dorthin zum Entladen. Und beim Entladen kannst du warten auf 100%. Beim Beladen wartest du bitte auch auf 100%. Und nimmst dann halt eben Holz mit. So. Gut, beladen von Holz und entladen von allem. Und dann kann er da auch warten und dann geht's ab. So, der W50. Der kriegt folgende Aufgabe. Der fährt hierhin. Zack. Und dann dahin. So. Am Warenhaus beladen, warten auf 100%. Und zwar belädst du dich mit Pflanzen. Und beim Entladen kannst du warten, bis du 100% entladen hast. Dacht. So, und dann haben wir hier den Kipper noch. Der fährt quasi hierhin und danach dorthin. Und kann dort beladen, warten auf 100%. Und hier bitte warten auf 100%. Und das Ganze machst du mit Kies. Und das kriegst du dann mal. Und dann geht's los. So, jetzt müssten theoretisch alle LKWs, die ich so gekauft habe, unterwegs sein und vielleicht Dinge tun. So, da erwarte ich jetzt, dass hier ein Logger reinfährt, der hier jetzt sich Loks holt. Da ist er schon. Und da hat er 13 Tonnen davon, Holzpfosten. Und die bringt er jetzt schon einmal dorthin. So, dann erwarte ich, dass hier jetzt gleich ein LKW abbiegt. Tut er auch. Der sich quasi hier einmal vollsaugt mit den wunderschönen Nahrungsmitteln bzw. Pflanzenfasern oder Pflanzen, mit denen er dann hier hinfährt. Und dann erwarte ich, dass jetzt hier gleich ein Kipper entsteht, der Kies holt. Ja, weiß ich noch nicht, wo der ist, der leere Kipper. Aber da, das könnte er sein. Gucken wir mal, ob er so ist oder nicht. Ene mene miste, es rappelt in der Kiste, mein Nase juckt. Entschuldigung. Ich hab gerade Staub gesaugt. Da ist ein bisschen Staub durch die Gegend geflogen. Deswegen habe ich auch ein bisschen was in die Nase gekriegt. So, gut. Der lädt sich jetzt hier voll und holt sich Kies. Und hat dann auch demzufolge 10 Tonnen Kies an Bord und bringt die auch hier hin. So, jetzt ist hier der Logger drin. Der entlädt gerade sozusagen sein Holz. Für das Textilkombinat. Nee, für Hyperasone von Textilkombinat. Ach, Chemieanlage. Sie kommen nach Chemien, also heißt sie denn. 6,5 Tonnen Pflanzen sind denn dort drin. So, und jetzt haben wir hier schon Pflanzen drin. Öl ist eh immer drin. Und Holz ist dann quasi vollgeladen. Das heißt, der Logger, der wartet jetzt hier vor Ort, um noch weitere Rohstoffe dort abliefern zu können dann. Und später wird er quasi dann auch dieses hier mit, also wenn sie hier hinfahren, dann werden sie da hinfahren. Und dann werden sie hier drin quasi parken. Das ist eigentlich auch ungünstig, wenn sie in einem von beiden parken. Dann müsste sie es immer hin und her schicken eigentlich. Ah, dann, nee, aber Dauerfahren lassen will ich es auch nicht. Naja gut, da müssen wir gucken, wie wir das am günstigsten hinkriegen, dass wir hier auch die zweite Chemie ja quasi mit in Betrieb kriegen. Ich hätte es ja gerne gehabt, wie wir das über eine Abladestation quasi beide betrieben werden, aber dafür reicht hier der Platz leider nicht aus. Dafür ist das hier nicht groß genug und deswegen musste ich jetzt erstmal zu dieser Variante greifen. Aber gut, was soll's, so ist es halt. So,
Hat denn hier schon einer mal Kies abgeladen? Wo bleibt denn mein Kieskutscher? Er macht aber auch eine Fahrt, ne? Also statt er hier durchfährt, da lang und dann dort? Nö, dann fährt er hier lang, da lang. Warum auch immer er da oben drin ist. Das ist dann das nächste, ne? Warum er nicht da wieder rein zurückfährt. Ach, weil er tanken will vorher. Naja, gut. Man kennt das ja. So. Gut. Und jetzt machen wir noch Folgendes. Wir brauchen natürlich noch ein Fahrzeug, welches die Chemikalien aus dieser Chemikalienfabrik herausholt, eventuell hier hinbringt und natürlich verkauft. So. Das heißt, da brauchen wir ein Fahrzeug, welches Chemikalien fahren kann. Das ist ein geschlossener LKW. Und dann würde ich auch den geschlossenen W50 hier nehmen. Der ist mir quasi von der Menge, die er fahren kann. Oder der ist hier noch besser, ne? Der kann 3 Tonnen Chemikalien aufladen. Dann nehmen wir den. Davon haben wir noch nicht allzu viele auf der Straße. Dann sehen wir die auch mal. Und er wird hier hinfahren und danach dorthin fahren. Und wenn alles nichts Gutes, dann fährt er dorthin. So, in der Stofffabrik wird er dann quasi entladen. Ja. Und hier wird er auch entladen. Und hier wird er beladen, und zwar bitte mit Chemikalien und nichts anderem. So. Und bitte warten, bis du voll bist. Wart. So. Gut, also dieser LKW, der wird jetzt quasi dann hier in das Chemiewerk hineinfahren. Da gibt es ja auch 2 Stellplätze. Einen wird er davon belegen. Und wird jetzt quasi dann hier gleich das erleben. Okay, die Straßen, die kann hier anscheinend kein Kies annehmen. So sieht das aus. Ja, das ist ungünstig, aber so ist es halt. Geh mal dahin zum Entladen. Warten auf 100%. Vielleicht kannst du es hier direkt abkippen. Hoffen wir mal. Irgendwie muss ich den Kies da reinkriegen. So, jetzt steht hier nämlich der eine LKW rum und wartet drauf, dass er die Chemikalien abladen kann oder abholen kann. Ich weiß gar nicht, wie viel geht denn hier pro Tag, wie viel geht denn das Ausgangslager? 3 Tonnen, naja gut. Das ist ja dann auch nicht weiter schlimm. So, gut, dann fährt er jetzt da erstmal hin und gibt das vielleicht dann dort ab. Das könnte sozusagen funktionieren, man weiß es nicht. Momentan kostet aber irgendwas ziemlich viel Geld hier die ganze Zeit nebenbei. Hm. Oder wir haben wenig Sachen, die Geld einbringen, kann auch sein. Müssen wir wieder Pflanzen, den Dings abliefern. So, ah ja, jetzt wird hier das Kies... Der Kies auch auf den Haufen gelagert. Und schon geht das Chemiewerk ans Werk und produziert die ersten Chemikalien auf dem LKW. Liegen schon mal ein paar Kilogramm. Und die Produktivität, na gut, 500 Kilogramm pro Tag. Das heißt, das steht jetzt da eine Weile. Gut, okay. Der kann da erstmal ein bisschen was basteln und bauen und machen und tun. Und ich denke mal, ja, das wird hier dran liegen, dass hier die mechanischen Teile und sowas alles sowas gebraucht wurde. Und hier natürlich auch einiges gebraucht wurde. An Beton, das ist aber fast durch. Das ist sehr schön. Und was haben wir denn hier Gutes alles noch? Hier wird auch gerade gebaut. Da wurde auch sehr viel Stahl wieder eingekauft für. Und die ganzen Platten warten hier auf Abladung. Naja, ein bisschen staunstockender Verkehr. Das könnte ein bisschen kritisch werden jetzt für die Nahrungsmittelversorgung hier oben. Aber naja, gut. Aber es ist alles schon mal angekommen, bis auf Kleidung, glaube ich. Ich glaube, es ist ein Kleidungs-LKW, den habe ich nicht erwischt. Und dann müssen wir mal gucken hier, wo der ist. Da oben hingehört, der da oben hinfahren muss. So, was bist du für einer? Du hast Essen an Bord. Ach, da fährt schon so ein MZ504. Okay. Doch schon mal eingebaut davon. Und hier wird ja immer so ein bisschen was produziert. Wie viel hat er denn schon auf den Hänger? Auf den Hänger hat er. Naja. Also das zieht sich ein bisschen wie Kaugummi hier wahrscheinlich. Oder wird sich ein bisschen ziehen wie Kaugummi, aber ich denke mal. Wenn hier die Attraktivität des Arbeitsplatzes hoch genug ist, wird hier natürlich auch mehr produziert und ja. Ist halt eine langsame Produktion, das war aber, ist aber so zu erwarten gewesen. Genauso wird das hier eine langsame Produktion auf der Seite werden, aber ich gehe ganz fest davon aus, dass sich das ganz gut lohnen wird. Zumal, na gut, die ersten Produktionen werden alle hier reinlaufen, ne? Also die ersten 3 Tonnen, die werden hier angeliefert und dann geht das da weiter und ich hoffe mal, dass wenn denn ein Chemiewerk quasi hier das hin und her bringen und so, dass dann noch ein bisschen mehr überbleibt und wir vielleicht ein bisschen was verkaufen. So, gut. Wir kaufen Öl ein. Naja, gut, das war jetzt, dann ließe sich dann auch nicht mehr vermeiden. Das macht aber nichts. Das soll ja dann auch nicht weiter stören. So, 6,1 Tonnen Paletten brauchst du noch. Die hast du hier drauf, ne? Jo. So, jetzt kommt er hier an mit seinen Nahrungsmitteln. Sehr gut, dann kommen hier nochmal 2,9 Tonnen Nahrungsmittel wieder an. Sehr schön, Fleisch kommt auch an.
Also, ob Kleidung schon mal ankam. Ist nicht wo der Kleidungs-LKW, das müsste ja der sein von der, ne? Der fährt, doch, der fährt auch dieses kleine Einkaufszentrum dort rum an. Also der könnte dann mal irgendwann, wenn er eine genügend Kleidung hat, steht er gerade hier drin? Ja, steht gerade hier drin. Der könnte dann mal irgendwann hinkommen. Und die Frage, ob die Kleidung vorher schon alle ist, bevor er hier ankommt. So, wie sieht's denn hier aus? Ich bin mal begeistert, da ist einfach noch ist nochmal genug da. Kies ist da, Pflanzen sind da. Neues Fahrzeug verfügbar, jo. Mach da mal die Nachricht weg. Das ist wirklich, ne, also wirklich eine sehr, sehr, sehr zähe Produktion. Also da brauchst du ja wirklich massenhaft von, dass du da exportables Gut kriegst. Aber gut, das bisschen was drauf ist, ist schon 1000 Dollar wert, ne? Also 1000 Rubel wert. Das ist schon mal nicht schlecht. Also da es geht schon was. Es wird schon werden. So, gut. Aber wir... Was kann ich, was importieren wir denn jetzt so wild und was exportieren wir denn nicht mehr so wild? Was ist denn da los? Stahl importieren wir jetzt gerade wie doof. Wieso importieren wir denn so viel Stahl? Ist die Fabrik hier? Ach, die Fabrik ist auch noch mit. Ich habe schon Stahl, okay. Ja gut, da haben wir jetzt ja mal einiges verbraucht hier. So, aber hier sind wir ja durch. Hier fehlen wirklich nur so 4,7 Beton und jede Menge Arbeitskräfte. Das ist natürlich, ne? Ja. Jetzt haben wir hier die mechanischen Bauteile noch. Geht das schon wieder los hier mit dem Geld? Wenn Geld knapp werden. Naja, gut. Zur Not können wir den hier losschicken und dann einfach mal verkauft dein Zeug, ne? Kommt ja ein bisschen was zusammen. So, oder wir schicken ihn los hier zum Zollhaus. Schnell mal und lassen ihm ganz schnell mal einfach seine 3 Tonnen Kleidung verkaufen. Das sollte auch eine ganze Weile erst noch was bringen. So. So, die Idee. Wie sieht es hier aus auf dem Freilager? Ist hier Stahl momentan? Naja, ist nicht allzu viel da. Okay. Haben wir uns durchs Bauen schon wieder in die Pleite gerissen? Also vor kurzem waren wir noch sechsstellig, ne? Also wir hatten 100 und 1000. Dann sind wir wieder leichtsinnig geworden und haben hier Straßen gekauft für 9000 und 10.000 und Teile für 25.000. Ich glaube, irgendwas für 25.000 habe ich auch unabsichtlicherweise gebaut. Das wollte ich gar nicht, aber... Nee, oder? Weiß ich nicht mehr. Irgendwo habe ich mich jedenfalls auch schon wieder verklickt. Da habe ich mich noch geärgert drüber. Ich habe es aber, glaube ich, nicht erzählt. Dass ich mich in dem Moment sehr geärgert habe, dass das so ausgeartet ist wieder. Eine halbe Tonne. Naja. Gut, gut. Also das ist ein bisschen, das zieht sich ein bisschen wirklich. Aber gut, was willst du machen? So, jetzt kommt hier nochmal ein bisschen Stahl an. So, war alles an Stahl, was wir hierfür kaufen mussten. Sehr gut. Meine Herren, da ist das ja wieder. Letztes Jahr haben wir 4600 Kohle eingekauft. Dieses Jahr sind wir aktuell bei 1900 Kohle. Und noch ein ganz schön großer Posten. Stahl ist auch immer noch ein Riesenposten. Pflanzen ist auch ein Riesenposten, also bei Pflanzen müssen wir unbedingt noch dazu kommen, aber Chemikalien wäre auch schon schön, wenn wir diese 130.000 im Jahr nicht mehr als Ausgaben haben würden. Das wäre schon cool. Auch wenn sie natürlich mehrfach wieder reinkommt durch die Kleidung, aber es wäre schon cool, wenn wir es nicht mehr einkaufen müssen, ne? Wenn wir es wirklich selber produzieren könnten. Wäre schon echt viel schön, das muss ich ehrlich sagen. Aber es dauert natürlich wirklich elendig lange, also das ist wirklich... Ja gut, wir haben die Fahrzeuge gekauft, ne? Das ist das Tolle gewesen. Die 3 Fahrzeuge, die waren schon jetzt nicht so billig. So. Da gucken wir jetzt mal, dass der mit seinen Nahrungsmitteln kriegt noch einen Stop dazu. Da werden wir ihn gleich dann mal hinschicken, wenn das Werk fertig ist hier. Genauso wie den Logger. Und den Kameraden hier.
Aber den kann ich mir nicht schicken, weil das Ding noch nicht fertig ist. Okay. Na gut, das handelt sich hier jetzt auch nicht mehr. Das müsste jetzt auch Ende der Folge dann irgendwann mal fertig werden. Gut, dann haben wir das auch. So, wie sieht es hier hinten aus? Also, die Baustelle habe ich noch gar nicht angetreten. Aus Gründen, ich glaube aus Gründen dessen, weil hier noch gar nicht mehr so viel... Ach, jetzt liegt schon wieder jede Menge dort. So, jetzt ist irgendwas angekommen hier, was Geld brachte. Alkohol oder sowas. Ne, Bekleidungsfabrik, also Stoff ist angekommen. Das hat jetzt erstmal wieder für massig Geld gesorgt und jetzt kaufen sich jetzt alle langsam sich wieder voll und dann sollte das eigentlich ganz ruhig von der Hand gehen. So. Ja, und hier könnte man halt den Arbeiter gebrauchen, ne? Das ist natürlich dann so ein Ding. Teilen sich die Arbeiter, die Busse hier, die Arbeiter. Ja, müssen wir gucken, nicht? Vielleicht kann man ja hier mit denen auch arbeiten. Okay. Oh, Nahrungsmittel ist sehr gut in Gange. Also das liegt auch daran, dass jetzt hier die Bevölkerung natürlich sehr gut gebildet ist. Sind der hier auch geholfen? Ja, aber der hat auch geholfen mit der Bildung. Sehr gut. Haben wir denn jetzt noch sehr viele, die ungebildet sind? 1000 und haben wir noch. Boah, das ist ja ungefähr das, was wir als bis 0 bis 6 beziehungsweise was wir als Kinder haben, ne? 1900, naja, sind ein paar vielleicht noch dabei, die Erwachsenenbildung bedarf oder brauchen. So. Ja, hier ist jetzt natürlich großer Andrang am Arbeiter abholen. Gut, ist halt so. Gut, es wird. Das ist aber wirklich hier, ne? Kaugummi ist nicht dagegen. Naja, gut, okay. Gucken wir nochmal hier zu unserem Kohleding. Wie lange braucht das noch? Das braucht auch noch. Doch, nee, das schafft es auch nicht heute mehr, glaube ich. Das wird schwer werden. Der Block ist fertig. Ah ja, okay, der Block ist auch voll. Ah ja, jetzt gucken wir mal, wie die sind dann ein bisschen leerer geworden hier, die Blöcke, ne? Jo. Sehr schön. Gut, dann müssen wir jetzt mal gucken, wo haben wir denn jetzt hier Ü21-Jährige, die ausziehen müssen. Die sind 19 drinne. Denn, nee, warte mal, hier die 1, 2. So. Hier sind 29 drin. 1, 2, 3. So. Hier sind 7 drin. Zack. Ja, das ist 0. Hier sind keine drin. Huch, neues Fahrzeugtyp verfügbar. Ah, noch ein Auto. So, hier sind 26 drin. Mehr geht nicht. Was. So, hier sind 31 drin. Hier sind 30 drin. Da sind 15 drin. Hoppala. Gut, okay, also es besteht weiterhin noch Bedarf daran. So, wie sieht es hier aus? Ah ja, hier wird fleißig auch geforscht an elektronischen Schaltkreisen und es warten schon wieder einige Professoren sogar es werden auf Professoren gewartet von einigen Studenten. Gut, das heißt für uns, wir müssen hier dann noch eine weitere Platte aufziehen, die dann gebaut ist gleich. Da haben wir hier ein Bauunternehmen, was sich sehr darüber freut, wenn es das tun darf. Genauso wie dieses Bauunternehmen, was sich immer sehr darüber freut, wenn es was tun darf. Und ne, die ganze Freude ist auch seinerseits. Und wie er sich erstmal freut, das glaubt ihr gar nicht. So. Gut. Dann ist da der nächste Plattenbau sozusagen fällig. Fährt ein Locker hier quer durch. Ja, der wird wahrscheinlich tanken wollen oder sowas. So. Wie sieht's hier aus? Lager ist voll. Eingangslager, sehr schön. 1,2 Tonnen hat er schon gemacht. Ah ja.
Ja, mich interessiert es natürlich, was da jetzt rauskommt und so. Das ist natürlich wichtig. So, und wir gucken uns in der nächsten Folge an, was der S101 ist. Ich glaube, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Dacia oder so. Wir gucken mal. Bis denn. Tschüss.